Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass wenn ihr im Sitzen pinkelt, aus irgendeinem Grund ihr fertig seid und vor der Toilette ist Pisse? Ich kann nicht der Einzige sein. Was ist das? Okay, die meisten im Chat wissen das wahrscheinlich nicht. Aber wenn man älter wird, dann kriegt man so ein bisschen Probleme dabei, dass man einfach nur pinkelt und es hört auf. Wenn man älter wird, ist es so, man pinkelt und dann denkt man, es hat aufgehört, aber es kommt noch so ein bisschen raus, wie so eine undichte, also wie so eine schlecht abgedichtete Leitung. Aber man merkt das nicht und dann steht man auf, weil denkt, es ist over. Aber es ist die ganze Zeit noch wie so ein, also nicht so mit Druck, sondern so. Und das sind die Pipi-Tropfen, die Donny meint. Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wie es passiert. Es passiert manchmal, dass wenn man sich hinsetzt auf eine Toilette und einfach pinkelt und dann auf einmal gucke ich so und vor der Toilette Ach ist. so. Ja, das ist ein anderes Problem. Ich habe das verwechselt. Das ist ein anderes Problem. Ich erkläre es mal ganz kurz. Also, wenn das hier die Toilette ist, so hier ist die Toilette, ja? Der Normalfall ist, also so kenne ich es von mir, der Penis hängt in die Toilette hinein und ihr pinkelt. Und das meiste geht in die Toilette. Das ist schwer zu malen jetzt ein bisschen. So, das ist Fall Nummer eins. So, hier sind die Beine. Das ist Fall Nummer eins. So, was Donny jetzt beschreibt, ist wahrscheinlich folgender Fall. Wenn der Penis ungefähr diese Ausmaße annimmt, dann ist es nicht möglich, dass der halt runter in die Toilette hängt. Und das heißt, wenn man pinkelt, dann schießt man über den Toilettenrand hinweg, obwohl die Beine hier so sind. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist, glaube ich, bei Donny das Problem, oder? Ist eine Pisslache und ich bin so, hä? Aber das ist völlig natürlich. Also macht euch da keine Sorgen, das ist anatomisch einfach eine Eigenheit. Wo ist das denn rausgekommen? Hä, wie? Ich habe keine Erektion und nix. Ich verstehe es nicht. Ja, das Problem kenne ich auch. Und das sollte ich einmal gesagt haben im Stream, mir scheißegal. Lass mich in Ruhe. Ich wollte es einmal gesagt haben. Ich verstehe das nicht. Alter, oder ist das alles, jetzt passt auf, jetzt kommt meine Theorie zu der Donny-Story. Ist das alles nur ein sehr, sehr krass aufgebauter Joke zu Lies of P? Im nächsten Stream wird Donny sagen, ey, wisst ihr noch, die Story mit der Pisse, die war gelogen. Lies of P. Und dann fängt er an zu spielen. Das ist es, Alter. Der ist ein Comedy-Genie. Ich sag's euch. Oh.